So, hallo. Muss nur schauen, ob ich noch semi-transparent bin. Vielleicht. Ich habe ein schwarzes Shirt an und Broadcast mag das nicht. Gut, dann würde ich sagen, probieren wir mal ein neues Spiel mit der 1.0er-Version aus. Nö, Intro machen wir auf jeden Fall. Spieleinstellungen, ja, bestätigen. Kein Strom, nee, oh Gott. Kein Creative-Modus, aber. Spinnenartige Kreaturen, hinfort mit euch. Ansonsten Startstufe Einführung, Einführung, Einführung. Mal schauen, was ich mir sonst noch einführe an dem Abend. Gut, das passt alles. Zurück. Und, achso, ein Namen, Sitzungsname. Exploit this Planet. Das klingt doch richtig. Spiel starten. Bestätigen. Separation from main transport complete. Group A delivered to Calistian region. Ja, All Pioneer is schön functional, hier. initiating Baden-Württemberg ist dispersion. besser. Attention Pioneer, I am Ada, your personal instance of the artificial directory and assistant. Das ist schön. Welcome to the Fixit Incorporated Save the Day program. A Fixit Pioneer has three core assignments. Construct. All pioneers must follow Fixit guidelines and instructions when constructing any building. Na Automate. ja, Every pioneer is wir responsible machen for uns die setting Regeln ein up and bisschen managing selbst. efficient pipelines, outposts and power infrastructure. Semi-effizient kriege ich hin. Explore and exploit. Fixit Exploit, selected das ist mein planets are zweiter rich with Vorname. resources suitable Das for machen direct wir. use or further investigation. Stay within your designated. And that is why the Das world is ist neu. counting on pioneers like you. Fixit. Short-term solutions to long-term problems. Na also. Runter mit uns. Initiating planetfall. Atmospheric entry in 3, 2, Jetzt 1. geht's los. Jetzt geht's los. Beginning arrow Wie eine assist. Achterbahn. Drag within acceptable parameters. Obwohl Achterbahn ist noch heißer. So, ich glaube, wir sind da. Wir können aussteigen. Mehr nee, will er nicht. Schön, dass beide Fallschirme versagt haben. Anscheinend landen wir doch noch sicher. Ein Glück, sonst wäre das Spiel jetzt schon vorbei. Den Stream nicht starten müssen. Bin immer noch semi-transparent. Ja. Man sieht die Winde doch nicht durch. Ist egal. Damit muss man mit klarkommen. Und ein kleiner Schritt für mich. Und ein großer Schritt für meinen Arbeitgeber. Ja, schönes Multitool. Congratulations. You are the third in your region to survive Planetfall. Ja, das hört Welcome sich to doch gut Massage an. 2, ABB, in the binary system of Akicha. Die Massage könnt ihr auch vertragen, so. Loading objective based introduction. Begin onboarding. Kann die Pflanzen schon einsammeln? Sehr gut. First contact safety tool supplied due to presence of alien megafauna. Adhere Ah to ja. Fixit procedure and equip the Mein Fixit Zapper. Inc. Xeno Zapper before leaving the drop zone. Wunderbar. Kann man Aliens in die Fresse hauen. Next objective. Dismantle the drop pod. Fixit Incorporated as cost effective and efficient. We do not waste. The drop pod will be recycled to construct the first stage of the habitat and utility base, often referred to as the hub. Nee, gut, red mal ein bisschen schneller. So, ich glaube, jetzt muss ich nach Eisen scannen. Next objective. Use the resource scanner to find and collect additional iron to be Ja, able to build the hub. Erstmal If you Büsche cannot find einsammeln. iron, be assured scans of the planet have revealed sufficient iron sources. Ja. Die Startregion kenne ich hier schon. Weiß, wo Eisen ist. Weiß auch genau, wo ich den Hub hinstelle. Neben das Eisen erstmal. Bis wir einen besseren Standort haben. So. Schön Grünzeug aufsammeln, das hilft uns später. Schwefel.
Unknown chemical element collected. This non-metallic and multivalent element seems to be present only in a solid state and exhibits a most pungent smell. It is fortunate that helmets are of such high quality. Ich will euch doch auf die Fresse. Store this potential resource for later use. Noch keine Hilf-Items. Können mir jetzt keinen Schaden zufügen. Ungerecht. Samples of new alien species acquired. Ja. Notable features are. Wer ist tot, ist kann niemals sterben. Immer dran denken. Habe ich in Game of Thrones gelernt. Suggesting it is proficient at inflicting and receiving blunt force trauma. Preserve the remains for later study. Ja, ja. Werd die Überreste schon behalten. Schön. Schön hier die ganze Biomasse nehmen. Was mich ein bisschen wundert, lass mal sehen, es leckt ein bisschen. Oh, habe ja auch gar keine FPS. Dann werden die nicht richtig angezeigt. Ich schau mal, ob ich hier die Vorschau deaktivieren kann. Danke. Performance-Modus. Ja, läuft jetzt besser. Naja. Deaktivieren. Dann tab ich nochmal rein. So. Dann mache ich mal das globale Lumen aus. Ah, da unten war Kupfer. Bin ein bisschen zu weit gelaufen. Das braucht man zwar demnächst auch, aber zuerst mal braucht man Eisen. Und ganz viel Buschwerk. Deswegen habe ich mich auch unten rum lange, lange nicht rasiert. Nur auf Vorbereitung für das Spiel natürlich. So. Da ist Eisen und da ist nochmal so ein fettes Vieh. Den wir jetzt ganz gehörig von hinten Elektroschock verpassen. Elektroschocktherapie funktioniert doch allgegenwärtig sehr gut. Ja. Bist du tot? Oh. Und sagt nichts. So, dann baue ich hier mal schön ab. Next objective. Use the build gun to construct the hub. Iron is a base component necessary for all your future progress. So ensure you build the hub close to iron sources. Vorräte noch klein hauen. Fix it does not pay by the kilometer. Ja, ja. Sonst kann man später keinen Miner draufsetzen. Hinten gibt's auch noch dreimal Eisen. Ich glaub, da oben auch noch zweimal. So, als erstes mal hier hin. Ist sie nicht wunderschön? Meine Homebase. The terminal and crafting bench are only the humble beginnings of a successful fix-it pioneer, but essential for the next steps of onboarding. Once finished, the hub will function as your base of operations. Next objective: complete hub upgrade 1. Am Anfang erfordert das Spiel echt viel Handarbeit. So, 10 Rohre. Ah, machen wir mal die doppelte Menge. Kann nicht schaden. Ah, machen wir vielleicht noch 15, wir werden auch Eisenplatten brauchen. So, und rein damit. Wunderschön, wir haben ein Upgrade bekommen. Hub Upgrade 1, Storage and Frame eine Kiste. Completed. Equipment like the portable miner can now be made in the workshop. Congratulations on completing your first milestone, the first of many providing access to new recipes and technologies for the Fix-It mission. Next objective. Complete hub upgrade 2. Ich versuch's. Potential edible collected. Eating it and surviving does not count as a valid field test and does not generate enough data for Fix-It to make an informed decision. Ach, wir werden's trotzdem essen. Store this potential resource for later use. Schmelzofen kriegt man schon. Gut. Haben wir schon, ja. Die Ausrüstungswerkstatt braucht mal 6 Eisenplatten. Na komm. Müssen wir eh alles nicht automatisiert am Anfang verarbeiten. Zumindest bis zum Schmelzofen. Und wir brauchen für die portablen Miner eh Eisenplatten und Eisenstangen. Bisschen schneller könnte es von Handcraften doch sein. So, Eisenplatte machen wir mal 10 Stück. Oh, ein bisschen mehr vielleicht noch. Und Eisenstangen. Auf das wir uns was leisten können. Ah, ein Henk ist da. Komische Dino-Typen. Kann ich persönlich nicht wirklich leiden. Vor allem, wenn wir eine schöne Fabrik haben, dann stößt er sich irgendwo immer den Kopf.
müssen wir die immer leider töten. Also, zwei Stück kann man craften. Das macht den Prozess doch schon mal um vieles besser. Rein in die Hand. Und schön auf das Eisending. Am besten gleich zwei. So, und dann wollen die 10 und 20. Ja, dann nutzt man die Zeit von dem Alien da hinten noch auf die Fresse. Und bauen auch hier mal vom Eisen. Ja, das Zeug, was da überlappt, halt ab. Nicht weglaufen. Sieh deinem Schicksal ins Auge. Du könntest den ganzen Tag machen. Ah, ist gestolpert. Bist du tot? Nee. War noch nicht tot. Hat aber überzeugend gespielt. So, ich muss die Lumen ausmachen. Ja, mit der Aufnahme ist es doch ein bisschen Video. Förderband, hier globale Beleuchtung. Mach mal aus. Es ist nur ein Performance-Killer. Oh, viel besser. Ohne den Stream und die Aufnahme auf 4K hat es eigentlich ganz gut funktioniert vorhin im Test, aber das war wohl zu viel für mein System. Tja. Und da haben wir hier noch zwei Böbbel. Das ist der korrekte Fachbegriff hierfür. Und dann können wir eigentlich Meilenstein 2 gleich machen. Beziehungsweise Hubverbesserung 2. Gibt ja dann später die richtigen Tiers. Es ist nur das Beginner-Level. Das ist schon ein klasse Spiel. So, Eisenbarren. Ich will einen Konstruktor. Ätzend, das von Hand zu machen. Also wir brauchen 20 Eisenstangen und 10 Platten. Das haben wir gleich zusammen. Naja. Tja, das dauert halt. So. Das reicht. Dann noch 6 Platten. Dann wird es genau eine Punktlandung. Und rein mit dem Zeug. Yay, hey, wir haben Basic-Wände. Hub Upgrade 2, Power and Shell, completed. The smelter can turn raw ore such as copper and iron into ingots, and the biomass burner generates power when fueled. Fun fact, most of the native flora and fauna is compatible with Fixit technology. Fueling the biomass burner with inappropriate materials will result in deductions or even cancellation of your yearly bonus. Next objective, complete Hub Upgrade 3. Ja, ja, mach mal. Wir brauchen jetzt aber Kupfer und deswegen würde ich sagen, brauchen wir noch zwei Miner und stellen beim Kupfer in der Nähe auf. So. Das sieht doch ganz ordentlich aus. Ich habe nur 6 Röhren. Na gut. Dann machen wir das nochmal ein paar Mal. Eisenplatten. Schau mal, dass wir 10 craften können. Ah, die Handarbeit. Und das so spät am Abend. So, dann nochmal 2 portable Miner. Bitteschön. Können sogar 4 bauen. Na, mach mal 3. Einer beim Kupfer wird reichen. Dann mach mal 2 auf Stein. Das braucht man nämlich jetzt, glaube ich, als nächstes. Die ganze Betonproduktion. Das wird irgendwann hier richtig, richtig toll aussehen. Kein grünes Fleckchen wird mehr sein, weil ich alles in Foundations füllen werde. In den nächsten Stunden. Spieltagen. Sobald wir die Ressourcen haben. Das wird eine Weile dauern. Nochmal so ein unfreundliches Vieh. Ah, nicht weglaufen. Dankeschön. Und den Panzer nehme ich.
So, Kupfer, Kupfer, Kupfer. Und wir nehmen wieder das Böbbele mit. So, den haben wir noch. Und dann stellen wir die anderen zwei gleich auf das Steindepot. Ich glaube, da müssen wir zwar nochmal dem Alien auf die Fresse hauen. Ah, bis jetzt läuft es ja ganz gut. Das sind aber auch noch die einfachen. Ich glaube, hier war ein bisschen Papyrium. Unknown metal collected. This metallic element is showing properties similar to those in Group 11 on the periodic table. Er ist immer noch nicht tot, aber das ist richtig überzeugend jetzt. This potential resource for later use. Bist du tot? Ich würde sagen, ja. Da ist jetzt nichts mehr dran zu zweifeln. Ich dachte trotzdem, hier wäre auch ein bisschen Quarz noch irgendwann mal an der Seite gewesen. Anscheinend ja nicht. Hätte man schon gefunden. Na gut, das ist nicht so wichtig. Nur dann, dass Ada mal aus dem Redeschwall rauskommt. Da liegt so viel Holz. Ganz viel Holz vor der Hütte braucht man. Beste Energiequelle im Early Game. Also, Holz lohnt sich schon. Vor allem, wenn es zu Biomasse verarbeitet wird. Das ist jetzt zu groß, die Wurzel nochmal aufzunehmen. Das ist aber schade. So, dann ab und zurück zum Stein. Die Eisenminer sehen fertig aus. Haben jeweils 100 drin. Was brauchen wir nochmal für einen Schmelzofen? 8 Kupfer. 8 Kupferdraht. Das kriegt man hin. Na, erstmal irgendwo da hinten ist es. Wie gesagt, ich kenne die Gegend hier fast wie meine Westentasche. Deswegen sollte hier auch noch ein Alien sein am Anfang. Bis wir es kaputt geprügelt haben. Vielleicht nicht hier, da hinten sind auf jeden Fall zwei. Ganz da hinten. Und da sehe ich da eine Himbeere. Noch eine Himbeere. Ja, damit. Potential edible collected. If consumed before authorized is compatible with the human digestive system by Fixit. Ja, das ist es. Schon oft probiert. Store this potential resource for later use. So. Die Schnecke, die da so schön leuchtet, nehmen wir auch gleich auf. Komm schon, komm schon. Nicht weg. Wo willst du hin, Kollege? So, ein Panzer. Ist der andere. Ah. Mensch, seid ihr heute lauffreudig. Ja. Von mir aus müssten die Dinger nicht aggressiv sein. Wäre cool, wenn man die zähmen könnte. Wisst zwar nicht, was das hier bringt. Es gibt zumindest Tiere, die man teilweise ziehen kann. Eine blaue Elektroschnecke. Die können wir in die Maschine stopfen und dann läuft die schneller. Studying this could provide new methods for improving Fixit production line efficiency. Ja, sag ich doch, einfach Schnecke in Maschine stopfen. So, dann wollen wir mal einen Schmelzofen bauen, nachdem wir den Draht gecraftet haben und die Blätter eingesammelt. Wichtigste zuerst. So, Draht, Draht, Draht. Erstmal Rohmaterial dafür. 8 Stück hat sie gesagt. Meine UI. Den schauen wir mal. Ein Schmelzofen. Tun wir den erstmal hier hin. Achso, ich brauche auch Kabel. Ohne Kabel geht nichts. Und für Kabel brauche ich wieder Draht. Na gut. Das System verstehe, wer will. So, Draht.
Das läuft doch so. Dann einmal den hier nach da. Schöne Blätter reinwerfen. Wunderbar. Rezept, Eisenbahn und... Beginn. Lohnt sich jetzt, wenn man das hier schön auffüllen? Ups. Alles nehmen. So, der produziert dann 100 Stück. Das ist wunderbar. Dann geht das schon mal schneller. Währenddessen machen wir mal Kupfer aus dem Kupferkram her. Boah, verbraucht das viel Erz für nicht viel Kupfer. So, und dann gehen wir gleich den nächsten Tutorial-Meilenstein. Irgendwas an Eisenrohren, Eisenplatten, Draht wird schon sein. So, Hub Upgrade 3. Wir bekommen einen Konstrukteur, einen Konstruktor, wunderbaren Strommast. Und das haben wir bald zusammen. Eine Röhre, 14 Platten und Kabel, Draht. Ich werde nicht mehr. Ja, wir können gleich alles verheizen. Ansonsten bringen uns die Kupferbahnen noch nichts. Wenn wir schon dabei sind. So, rein damit. Sehr gut. Boah, er schreckt mich doch nicht so. So, daraus kann man glaube ich schon... Also die restlichen Platten auf jeden Fall. Brauchen wir nur 6 Stück. Und das geht auch noch. Und dann haben wir einen Konstruktor. Dann erledigt der diese mühselige Arbeit für uns. Also zumindest ein Teil davon. So. Rein damit, rein damit. Und Verbesserung. Hub Upgrade 3. Sieht ja schon schön aus. Completed. So, das bauen wir da ab. The constructor can produce simple parts and power poles allow for the expansion of the power grid. When you make the inevitable mistake, Fixit's dismantling feature is designed to salvage all resources used during construction, in line with our zero waste policy. We understand that Fixit pioneers are only human and thus prone to error. Ja, ja, so viele Errors werde ich hier nicht machen. Vielleicht. Außer es hat was mit dem Stromnetz zu tun, dann kommt es durchaus öfter vor. So, schön, schön das Gras einsammeln. Die sagen doch immer, man soll als Gamer ein bisschen mehr Gras anfassen. Ich versuche nur, das umzusetzen. So, wir haben 200 Stein. Das ist fein. Ja, damit. Damit können wir jetzt direkt schönen, schönen Beton craften auf alles, was noch kommen wird mit Beton. Und ich glaube, ich weiß nicht, wann sie es eingeführt haben, ist mir auf jeden Fall vorhin beim Testspielen aufgefallen. Hier kam Character Customization. Und das ist mein Lieblingskopf. Jo, dann machen wir uns noch ein bisschen grüner. Fast. Ja, jetzt sehe ich gut aus. Und mein Chapa ist auch grün. So soll das sein. Ah, und die werden auch gleich mit umgefärbt. Okay. Ich dachte, das passiert nur bei der Paint Gun und ich würde nur meinen Character Design. Na gut, das können wir später auch noch machen. Also Eisenbahnen, nee, will ich gar nicht. Beton will ich. Ganz, ganz viel Beton. Beton. Braucht man nachher, ich glaube, eine ganze Menge. Deswegen craften wir mal so jetzt alles fertig. Ich finde, bei Beton geht es noch. Brauchen wir später aber in solchen Massen, das ist... Ja, das wird dauern. So. Wenigstens kann man hier die Leertaste gedrückt halten und muss nicht ständig auf die Taste hauen. So, was braucht ein Konstruktor? Oh, auch noch das. Dann brauche ich mehr Metall. 60 Eisenbahn und du kriegst 19 Eisenerz und gleich noch ein bisschen mehr.
Wir brauchen 24 Schrauben. Sonst können wir diese verstärkten Eisenplatten nicht machen. So. Ring damit. Und Schrauben. Für den Inventarplatz schmeißen wir mal zwei Steinchen weg. So. Nur eine? Achso. Fehlen wahrscheinlich normale Eisenplatten. Jo. Jetzt funktioniert's. Und was brauchen wir noch? Oh, zwei Kabel noch. Ganz schön teuer. Und ich glaube, Draht brauche ich auch noch. Habe ich gerade nicht zur Verfügung. Müssten wir wiederholen. So, Konstrukteur. Das kommt weg. Ich brauche ein Powerpool, sonst könnten wir es nicht verbinden. Eigentlich. Ja. Jetzt läuft das. Förderbänder habe ich noch nicht. Die müssen dann später kommen. Hier können wir auf jeden Fall sagen, Eisenplatten. Und mach mal. Strom ist, so. Verbraucht halt Blätter. Und dann können wir noch ein bisschen Krimskrams in die Kiste hier legen, die wir garantiert nicht brauchen. Katerium. Wie heißt das auf Deutsch? Paleo-Biere. Na gut. Eisenerz braucht man. Beryl-Nuss braucht man nicht. Schwefel braucht man gerade nicht. Power-Schnecke braucht man nicht. Panzer braucht man nicht. Selbst wenn der uns begrüßt. So. Okay, das habe ich auch noch nicht gesehen. Oder sah schon ganz cool aus, die roten Partikeleffekte da. Frag mich, was das ist. Was ich auch nice finde, die gelben Blümchen leuchten hier. Uns fleucht mehr Zeug um die Gegend. Haben die Spielwelt schon noch ein bisschen aufgepäppelt jetzt mit dem 1.0 Update. Oder mit dem 0.9er. Ich glaube 0.8 war mein letzter Stand. Alle Angaben ohne Gewehr. Das haben wir noch gar nicht freigeschaltet. So, 100 Kupfer reicht. Und ein schöner explodierter, halbwegs explodierter Planet hier vorbeirast. Oh. Konnte ich hier was aufnehmen? Bestimmt nur Buschzeug. Ja, damit. Ganze Stromversorgung. Der ruht hier drauf. Oh, das kann ich den ganzen Tag machen. Besser nicht. Besser nicht. Oh, da gibt es auch noch ein. Ein, zwei. Ah. Ein, vier. Dankeschön. Oh, das Eisen lassen wir noch da drauf. Ach, und da hinten gibt's. Ich frag mich, ob die Artefakte, die jetzt immer Work in Progress waren. Sieht ein bisschen anders aus als das, was ich kenne. Ob sie damit irgendwas gemacht haben. Bestimmt irgendwas mit den neuen Quantum-Tech, die sie eingeführt haben. So, dann wenig Fallschaden. Ja, minimaler Fallschaden. So. Dann habe ich vergessen, was ich machen wollte. Nee, irgendwas hat das mit Kupfer zu tun gehabt. Theoretisch könnte man noch einen Schmelzofen machen, das ist vielleicht besser. Boah. Mach mal den ausnahmsweise mal in die Richtung. Bauen wir nachher eh alles um. Kein Kabel. Na, sowas aber auch. Dann mach mal noch eins. So. Oder ein paar mehr. Kupferbahn, Kupfererz. Firma Dank. Wie sieht's mit dem Eisen aus? Firma Dank, du kriegst 13. Ja, schön weiterarbeiten. Ja, nicht faulenzen. So, nochmal 100 Eisen. 92 Eisen. Bauen wir die Kabel, die sind bald fertig und obwohl die Eisenbahn könnte man eigentlich auch zumindest die 400 bis 100 können wir hier reinstecken. Also nee, ich habe nur Erz.
Na gut, steckt man die zwei rein. Uns fehlen nämlich noch ein bisschen Platten. Ein bisschen Platten fehlen uns noch. Ah, die können wir ja von Hand machen. Und Kabel könnte eventuell auch reichen. Nee. Ah, da ist ja ein bisschen Schmelzofen im Gange. So. 12 Eisenplatten. Ja. Brauchen mindestens 20. So. Und dann kriegt man hier zumindest den das Hub Upgrade 4 auch noch durch. So. Einmal rein. Zwei Kabel. Und mehr Kabel. Das sollte reichen. So, auf zum nächsten Ding. Jetzt mit Förderbändern. Endlich. Und ihr Spielerwort verbessert. Landing platform and utilities completed. Conveyor belts connect the output of one building to the input of another and transport resources. Due to past incidents, I have been asked to issue a clarification. Portable miners, obviously, do not have a connection for conveyor belts. There is nothing to suggest, visually or functionally, that they can be connected to portable miners. If this is something you struggle with, do not worry. Fixit has alternative uses for all their pioneers. Next objective, complete hub upgrade. Das war ein fieser. Das war eine fiese Voiceline. So, Kupfer passt. Eisen. Mein Eisen produziert hier nicht. Oh mein Gott. Rein da. Und jetzt das Beste an Automatisierung ist, ich habe zu wenig Eisenplatten. Also das ist nicht das Beste an Automatisierung. Ich dachte, ich sag's nur. Oh mein Gott. Jetzt kommt's raus. Völlig automatisch. Ich habe eine Taschenlampe auf B. Seht euch das an. Eisenbahren. Ich werd ja nicht. So, dann müssen wir jetzt erstmal nur schauen, dass der Kollege genügend Erz hat. Und dann holen wir nochmal eine Runde Kupfer für alle. Und dann können wir, glaube ich, endlich die Miner bauen. Obwohl, Kupfer habe ich eigentlich noch. Bin zufrieden, aber was soll's. Wenn wir nochmal einen Schmelzofen voll produzieren, kann das garantiert nicht schaden. Sonst laufe ich in 10 Minuten wieder hier hin. Und wir können die wertvollen Blätter auf dem Weg einsammeln. Immer das Beste, das Highlight von meinem Tag. Ja. Ich freue mich hier schon, wenn ich eine Kettensäge habe. Dann geht's aber richtig los mit der Stromproduktion. Gut, eigentlich, wenn wir Kohlestrom haben. Weil ansonsten ist das ziemlich aufwendig, würde ich mal stark behaupten. Wenn die Produktion so ausgefeilt ist, das Stromnetzwerk aber nicht, dann bin ich da teilweise stundenweise am Blätter und Bäume absägen. Das muss nicht sein. So. Paleobiere. Kann ich kaum aussprechen. Ja, schmeckt gut. Mein Pionier schwört drauf. So, rein damit. Dann kriegt man neuen Kupfer. Achso, wir brauchen jetzt die Rohre. Dann stellen wir hier einfach das Rezept um. So, Eisenstange. Eisenstange rein. 22 rein. Und dann schauen wir mal, dass wir hier zumindest die Kabel auch schon produzieren. Bis dahin sind ein Bruchteil der Eisenstangen fertig. Da müssen wir auch noch manuell nacharbeiten. Gut, wir könnten auch einen zweiten Konstruktor bauen, der dann die Drähte macht. Ich glaube, das hält mein Stromnetz noch nicht aus. Ich denke mal, beim nächsten Upgrade, also bei dem Hub Upgrade 5, kommt der zweite Biomassengenerator an den Hub dran. Dann lohnt sich ein zweiter Konstruktor.
So, dann macht man jetzt 60 Stück ungefähr von. Wir wollen ja auch noch was für die hohe Kante. Ja. 61 sind es geworden. Irgendwie wieder ein Vieh hier. Ja. Ei. Von mir aus kannst du verschwinden. Nicht in die Fabrik laufen. Weg! Bisschen schneller. Und bring keine Freunde mit. Also Kabel wollte ich eigentlich absenden. Und Eisenstangen. Das wird ein bisschen komplizierter. Boah, zumindest länger. Wir schauen gleich mal in den Konstruktor, wie viel der schon gemacht hat. Ansonsten machen wir einfach einen zweiten. Obwohl das Stromproblem ja immer noch da ist. Tja, Blätter sind alle. Einmal nachblättern. Und wunderbar. Na gut, wir könnten tatsächlich den ausschalten und dafür einen Konstruktor mehr verwenden. Wäre vielleicht gar nicht das Blödeste. Jetzt machen wir es erstmal so. 40 Eisenstangen reichen hoffentlich. Irgendwas wird unser Konstruktor im Hintergrund ja bestimmt schon gemacht haben. 40 hier und 35 hier. Passt ja haargenau. Ein Hammer sogar über. So, alles nehmen. Und alles reinstecken wieder. Diese manuelle Arbeit. So. Und ab dafür. Oh mein Gott, ist es wunderschön. Power expansion completed. The miner, unlike portable miners, can be connected to conveyor belts and requires power to function. Caution, as you expand, the energy demand of your production may exceed the capacity of your power grid. Ja, ja, das wird passen. The onboarding program was established because Fixit pioneers often experience memory issues after planetfall. If you are experiencing nosebleeds, nausea, existentialism, or an itchy scalp, there is no need for concern. This should pass within 5 to 7 workdays. Next objective, complete hub upgrade 6. Ja, das kriegt man hin. Haben wir einen Container? Wir haben einen Lagercontainer. Den platzieren wir gleich mal so. Dann können wir hier nämlich noch Eisenerz reintun. Und dann produziert das Teil auch weiter. Und wir können da die Produktion für Eisenplatten aufnehmen. Der hier soll schön weitermachen. Also. Kupfer nehmen wir weg. Brauchen wir gerade nicht. Kommt gleich wieder hin. Dann habe ich einen portablen Miner noch. Der kommt wieder hin. Der kann hier mitarbeiten. Strom. Und dann entweder wir machen einen Container dazwischen. Ach, am Anfang. Am Anfang lohnt sich das nichts. Ein Konstrukteur. Konstruktor. Dafür brauchen wir wieder 24 Schrauben. Ah, alles kostet Schrauben in der Zukunft. So. Konstruktor. Na, irgendwie allein. Das sieht nicht richtig aus. Komm schon. Ende auf Eingang. Hab jetzt den blauen Strich nicht gesehen, aber durch Steuerung drücken. Sollte es eigentlich allein sein? So. Was macht der? Eisenplatten. Wunderbar. Kein Strom. Das ist nicht wunderbar. So. Arbeitet. Arbeitet für euer Geld. Hier machen wir aber einen Lagercontainer erstmal hin. Ne? So. Dann kann der arbeiten, solange wir Strom haben. Dann müssen wir uns was beim Kupfer überlegen. Also ich muss erstmal sowieso den nächsten Meilenstein auswählen. 100 Eisenstangen. Okay. Muss ich tatsächlich nochmal Kupfer holen oder ich missbrauche kurz den Konstruktor hier?
Ah, der arbeitet aber so gut. Der arbeitet aber so gut. Na gut, dann macht man den Draht so. Ja, damit. Boah, die 12 Erz können wir auch noch verbrauchen. Die hat der Ofen nicht schmelzen können. So. Wieso mache ich Schrauben? Ich wollte doch Draht. Ist schon spät für mich. Ja. 1-2 Stunden Satisfactory kann man noch zocken. Ab morgen frei. Ne, irgendwie voll Lust gerade auf das Spiel. Spielt normalerweise ein bisschen gemoddet, aber gerade ist ja erst die 1.0 Version released worden, also gestern. Das ist also unwahrscheinlich, dass da irgendwas läuft. So. Das kann man schon mal nehmen und dann auf zum Betonwerk. Ich finde die echt creepy mit dem offenen Schnabel. Und wieder Blätter einsammeln. So, alles nehmen. Alles nehmen. Vor allem alles an Blättern. Und dann, na, bei den Eisenrohren muss man wahrscheinlich ein bisschen nachhelfen wieder. Na, der Rest sollte eigentlich automatisiert schon produziert werden. Also die Platten auf jeden Fall. Draht, ja, ein bisschen. Aber hauptsächlich Beton. Ach, ich kann es gar nicht abwarten, bis wir alles automatisieren können. Zumindest diese Basic-Teile, das ist echt ein Krampf. Ah, ich glaube, als erstes braucht man eine schöne Betonfabrik. Das braucht man für die ganzen Foundations. Und die geht immer ziemlich leicht. So, 66 Beton. Rein damit. Nein, ich habe kein Rezept ausgewählt, ich Esel. Doch, ich habe ein Rezept ausgewählt, ich Esel. Wieso tue ich denn nichts? Stehst du falsch rum? Kann eigentlich nicht sein. Wieso arbeitest du nicht? Bis an Strom? Bin ich blöd oder bist du blöd? Ich bin blöd. Dann kommt ein Schmelzofen dazwischen. Das kann so nicht funktionieren. So. Wusste ich doch, dass ich irgendwas versauen werde. Eisenbarren. Konstruktor. Eisenplatte. Temporärer Lagercontainer, den ich nicht bauen kann. Dann schließt man die mal an Strom an. So, hält es. Ja. Sicherung hat es noch nicht rausgehauen. Das ist schon mal was Positives. Sicherung ist draußen. So, jetzt haben wir ein kleines Problem. Und zwar, dass das scheiße aussehen wird. Im Moment. Aber wir müssen den zweiten so verbinden. Und rein mit den Blättern. So. Jetzt können wir wieder eine Weile produzieren. Gehen wir wieder an uns. In den Container damit. So. Schön weiterarbeiten. Und hey, wenn der Konstruktor richtig eingestellt ist, macht der ja was. Die nehme ich direkt raus und dann brauche ich Ruhe. Stangen. 61. Gut, 10 und 10. Könnte man sich eigentlich gut merken. Nehmen wir mit. Steckt mal rein. Und dann Kupfer haben wir immer noch genug. Dann können wir eventuell beim Eisen doch noch nachhelfen. Produktion. Hau jetzt ab hier von meiner Fabrik.
Kann die Dinger echt nicht leiden. Wird am liebsten ganz ohne Kreaturen spielen. Also die normalen, die Hundeähnlichen mag ich und diese bisschen aggressiveren auch. Ja, wirklich die... Diese Franks oder wie die heißen, das Flugvieh. Das Flugvieh. Das wird irgendwann durch die Fabrik fliegen. Weil wir so hoch bauen werden. Weg. Weg. Töten will ich dich nicht. Alles muss man hier managen. Ups, bin glaub auf die Konsole gekommen. Achso, ich wollte jetzt eins nach dem anderen. Wir wollten eine Ausrüstungswerkstatt. Dann braucht man wieder ein bisschen Eisenplatten. Die hier en masse rüber wandern. Und dann... Ja, Röhren haben wir genug. Können wir noch einen Miner extra bauen. So. Das reicht jetzt aber an Portablen. Ich will auch hier hin. Einfach, dass unsere Eisenstangenproduktion nicht zum Erliegen kommt. Obwohl die sie gerade... Na. Habe ich den anderen Miner gerade nicht geleert? Doch. Doch, doch. 32 Stück. Da brauchen wir jetzt also nur noch 21. Jetzt brauchen wir gar keine mehr. Jo, und die fabrizieren wir. Kurz von Hand, was fehlt. Sieht gut aus. Sieht doch ganz gut aus. 24 haben wir noch hier. Das heißt, wir craften jetzt 25 Stück und dann hat der Konstruktor bestimmt 25 fertig und dann... Dann ist gut, dann können wir den Meilenstein abschließen. Boah, dauert es. Ich habe mal irgendwann einen Mod drin, der das hier ein bisschen beschleunigt hat. Ich finde als Quality of Life das gar nicht so schlecht. Ja klar, man soll automatisieren, aber trotzdem. Anfang ist dadurch immer ein bisschen nervig geworden. Deswegen war ich auch am Überlegen, ob ich überhaupt hier praktisch das Tutorial-Level spiele oder direkt eine Stufe drüber anfange, aber was soll's. Jetzt haben wir es gleich geschafft. Entweder es gibt noch ein Upgrade 7. Kann ich mich nicht dran erinnern. Blätterleer. Blätterleer. So. Mal schauen, ob wir schon Bio-Dinge haben. Nee, natürlich nicht. Keine Biomasse. Muss ich jetzt intelligent mein Holz splitten. Da. Da sind zumindest noch Blätter drin. Mehr Eisenbar. Ein Autosave, das abgeschlossen wurde. So, wie viele Eisenplatten? 83. Oh, das wird reichen. Das wird reichen. Haben sogar dann noch ein bisschen Überschuss. Wenn der Konstruktor... Ja, gerade bei 99 bleibt stehen, aber... Hat ja gemeint, hiermit wird es reichen. 16 Stück. Wunderbar. Ja, fantastisch. Abschließen. Hey, der Spieler wurde verbessert. Hub Upgrade 6. Landing Platform Hydraulics completed. Freighter Landing initialized. Congratulations, you have completed onboarding and achieved the absolute minimum skill level required of a Dankeschön. Fixit Pioneer. Das absolute Fixit Minimum ist genau das, worauf ich ziele. With Fixit as a future with you. Tier 1 and 2 milestones are now available in the hub, and biomass burners can now be built individually. Your first official objective is Mach to schneller. Initiate project assembly by building the space elevator. This objective will take a significant amount of resources, so fix it recommends getting to work. Ja, der Space Elevator. Das schaffen wir aber auch noch. So, Eisenstangen, ja. Container,
braucht ja. Obwohl, jetzt automatisieren wir Eisenstangen erstmal. Dazu brauchen wir einen Miner. Einen gemeinen Miner. So. Den nehmen wir mit und setzen ihn hier hin. Ihm die gleiche Richtung zeigen, wenn es geht. So. Diesmal dran denken, ein Schmelzofen braucht als erstes und der braucht Kupferdraht. Ja, haben ja genügend im Inventar. So, boah, macht man den Draht mal noch komplett. Kabel werden wir auch brauchen. Obwohl, das ist hier bedarfsgesteuert. Braucht mal wieder was, craft mal wieder was. Sonst verbringen wir ja da viel zu viel Zeit. Also, dran denken, Schmelzofen. Ne? Aktuell darf er noch in der Luft schweben. Später wird die Fabrik dann gescheit aussehen. Auch hier Eisenbarren. Ach, scheiße. Für den Konstruktor hätte ich doch gleich Schrauben machen können. Sonst wird das alles nichts. Wir können allerdings auch den nehmen, aber der soll erstmal zu Ende produzieren. Ja. Geht halt ein bisschen auf die Stromauslastung, aber was soll's. Schrauben. Ich brauche Schrauben. Irgendwo eine Schraube locker und wir brauchen 24 Stück. Können wir gleich auch automatisieren. Eisenhammer genug. Eisenressourcen in der Nähe. So. Machen wir mal 4 verstärkte Platten. So, damit sollten wir uns 2 Konstrukteure leisten können. So. Fest. Du machst Eisenstangen. Als Lebensaufgabe. So, jetzt brauchen wir da so einen Strommasten. Da einen Strommasten. Einmal. Zweimal. Dreimal. Und wer will sich hier mit mir verbinden? Niemand, weil ich ein Kabel zu wenig habe. Wir hätten doch alle machen sollen. So. Bisschen mehr Draht. Bisschen mehr Kabel. Gut. Und dann wird wahrscheinlich der Strom demnächst wieder weg sein. Na, bis dahin haben wir hier voll die Automatisierung am Laufen. Der fährt hoch, der ist ausgewählt, der ist auch ausgewählt, dann können wir hier auch noch kurz einen Lagercontainer hinmachen, wenn wir die nötigen Kleinteile dafür haben. Wie gesagt, am Anfang relativ egal, Hauptsache es produziert mal. So, den nehmen wir jetzt komplett mit, den brauchen wir nicht mehr. Dann wird es wahrscheinlich Sinn machen, Kupfer direkt zu automatisieren, zumindest den Draht. Also den lassen wir noch stehen. Eisen kommt rein. Wählen wir erstmal das nächste Ding aus. Also wir können jetzt machen, was uns beliebt. Kettensäge wäre natürlich genial. Für einen Anfang Strom. Fabrikator, also Assembler braucht ein bisschen lang. Fundamente auch sehr wichtig. Förderbandsplitter später. Ja, die MEM, also die Forschungsstation und die Karte kann auch noch warten. Sprungflächen auch jetzt nützlich, aber. Brauchen halt echt viele Schrauben, aber der Rest geht relativ einfach. Ich würde sagen, zuerst die Kettensäge, weil wir laufen jetzt eh schon in ein Stromproblem. Wir haben da 11 Blätter drin, wir haben hier 26 Holz. So, Sicherung ist raus, aber bewusst. Machen wir mal ein bisschen Biomasse. Das ist deutlich effektiver als Blätter und Holz per se. Dann haben wir ein bisschen Luft. Na, wirklich. Wirklich viel ist das jetzt nicht. So.
einmal, zweimal und gehen. So, also die produzieren, dann würde ich tatsächlich sagen, lasst uns Kupfer automatisieren. Haben wir alles dabei. Konstruktor, Ding, Beton reicht, glaub gerade noch so. Kabel haben wir zu wenig. Ich glaube, Kabel braucht man. Wir müssen ja Strom hinlegen oder da einen Biomassegenerator aufstellen. Ich würde es persönlich bevorzugen, dass wir erstmal ein komplettes Stromnetz haben. Sonst fällt irgendwann mal irgendwo ein Generator aus und man weiß nicht, was nicht produziert. So, ein paar mehr Kabel. Das sieht gut aus. Beton sollte reichen. Und dann gehen wir mal auf Wanderschaft. Nehmen mal den hier. Hui. Hui. Wie gesagt, das wird alles schön gemacht. Aber in der Zukunft. Die jetzt noch nicht da ist. So. Hätten gar nicht so viel Kabel gebraucht. Da eins hin. Das machen wir da eins hin. Für die zwei Miner. Und da. Für was immer wir damit vorhaben. So, alle nehmen. Miner natürlich auch. Ja, auch nicht Silber zeigen. Schmelzofen. Ja, das sieht hier echt komisch aus ohne Foundations, ohne Fundament. Mal schauen, ob er die Steigung noch schafft. Ja, warum nicht? Wenn der sich nicht beschwert, beschwere ich mich nicht. Doch nicht die Stromleitung hauen. Es fehlt Kabel, ich werde nicht mehr. Kann ich hier ein Ding bauen? Nee, kein Weltraumlift. Eine Werkbank. Ich hatte schon jetzt gedacht, wir haben zu viel Kabel. So kann man sich irren. Einmal. Zweimal. Dreimal. So, Kupfer. Draht. Und haben wir ein Splitter? Nö. Kein Splitter. Und dann tut's auch ein Container. Das ist wunderbar von der Ästhetik her. So soll eine Fabrik aussehen. Ja, beim Container müssen wir ja nichts machen. Wir haben keinen Strom. Das heißt, wir haben zu wenig Generatoren. Da hinten liegt nochmal Schwefel oder Katerium? Katerium. Das braucht man später auch. Da kann man so schön Draht draus machen wie aus Kupfer. Mag das Material. Das dauert aber noch ein bisschen. So. Schön hier die Fauna verarbeiten. Die Flora. Die Fauna liegt bei uns daheim im Container. Das sollte reichen. Ja, theoretisch könnte ich jetzt auch hier ein Biokraftwerk hinsetzen, aber ich habe das lieber an einem Ort, sonst laufen wir relativ viel. Vor allem, wenn wir nicht wissen, welcher Generator jetzt schlapp gemacht hat. Deswegen. Ah, zumindest Kraftwerk, Konglomerate gern beieinander. Ach, der Hub sieht schon cool aus. So, also einmal Biomasse. Der braucht Draht. Oh, ich hab zum Glück Kupferbahn. 25 Stück braucht man. Das kriegt man auch noch hin. Biomasse braucht man auch. Das kriegt man auch hin. Ein Glück sammle ich so viel davon. Das reicht. Und gleich haben wir ja eine Drahtfabrik, die auch läuft. Dann müssen wir uns darum gar keine Sorgen mehr machen.
Naja. Interessant. Die kann man jetzt auch automatisieren im Vanilla-Spiel. Das ist cool. Früher war das nur über einen Mod möglich und mit früher meine ich vor einem Jahr. Das ist schön.